Wir haben eine Information bekommen. Der werte Armin Laschet hat abgesagt und wird heute nicht erscheinen. Hey Menschen, was geht? Wir haben es schon gehört, einfach heute ist Armin Laschet hier, um direkt zu buddeln, an den Spatenstich zu setzen für die Erweiterung zweier Bildung, um die Erweiterung von zwei Bildungsinstitutionen ins Leben zu rufen. Und vielleicht besucht er die alsbald ja nicht nur zum Zwecke der Selbstinszenierung mal wieder, denn es gibt hier schließlich auch nette Bildungsangebote in Ökologie, Biologie, nachhaltiger Dienstleistungs- und Ernährungswissenschaft, die das Wissen über die Politikwissenschaft mit zukunftsfähigem Inhalt füllen können. Aber, naja, 6 Semester, 3 Jahre, haben wir so viel Zeit? Ich frage euch, haben wir so viel Zeit? Haben wir 3 Jahre Zeit? Nein, genau. Ich heiße Merten und ich bin, wie eben angekündigt, mit und durch Extinction Rebellion aktiv und in dem Kontext Armin Laschet auch schon ein paar Mal begegnet. Naja, sagen wir mal, begegnet. Meistens ist er uns feige oder geschäftig aus dem Weg gegangen, hat sich von Sicherheitskräften gedeckt, groß, durch den Hintereingang geschlichen oder direkt nur Polizistinnen zum Ort des Geschehens geschickt. Und mit Ort des Geschehens meine ich die Staatskanzlei in Düsseldorf, wo er 2 Mal in meinem Beisam Gesprächsangebot ausgeschlagen hat. Ich meine aber auch das Internet, wo sein Büro nicht auf Anfragen und Terminwünsche reagiert. Ich meine auch das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 und ich meine auch die Tagebaugruben in Hambach und Garzweiler. 2 symbolische Orte der zukunftsuntauglichen Politik aus der Feder dieses Mannes. Dabei finde ich persönlich nicht mal wichtig, ob das jetzt ein Beschluss der Grünen oder irgendwer der Nicht-CDU, FDP war, denn das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat in 2 Studien, 2019 und 2021, 2 Mal klar gezeigt, alle Dörfer könnten bleiben, wir brauchen die Braunkohle aus dem Rheinischen Revier nicht, aber ich vermute mal, Herr Laschet braucht das Geld, was da zu holen ist. Aktuell steht außerdem auch das neue Versammlungsgesetz für NRW im Raum, welches die so wichtigen Proteste von Ende Gelände, Fridays for Future, Extinction Rebellion, antifaschistischen und linken Gruppen und allen anderen potenziellen Demo-AnmelderInnen abschreckt oder sogar kriminalisiert und mit Nazis in der Reihe stellt. Das geht absolut gar nicht klar. Das ist genauso willkürlich und hilflos, wie ich die Klimapolitik hier im Land wahrnehme. Aber willkürlich ist ein ganz gutes Stichwort. Ja, hilflos eigentlich auch. Ich möchte an der Stelle exemplarisch mal eine vergleichsweise alte Kamelle ausgraben. Und zwar hat Herr Laschet 2014 verloren gegangene Uniklausuren an der RWTH rekonstruiert. Er hat die Noten rekonstruiert. Die Klausuren seien auf dem Postweg verloren gegangen, hat er gesagt. Und ich meine, ey, das ist zwar super doof für ihn als Lehrkraft, für alle Studierenden, aber so weit ja noch kein Weltuntergang. Aber gucken wir uns das mal an. Da passiert ein Fehler, der Laschet betrifft, der aber nicht mal seiner ist. Ist doof, stimmt. Da kann er auch so gesehen nichts für. Wofür aber was kann, ist sein Umgang damit. Und der ist in meinen Augen komplett hilflos. Aber auch vielsagend. Denn anstatt den Sachverhalt aufzuzeigen und den für die Studierenden zwar leidlichen, aber immer nur kurzfristig leidlichen Weg zu gehen und die Klausur zu wiederholen zum Beispiel, hat er die Noten halt gewürfelt, rekonstruiert, nennt's wie ihr wollt. Und einen ähnlichen Eindruck habe ich tatsächlich auch in der Klimapolitik. Das lässt sich übertragen. Da mögen Beschlüsse aus den letzten Dekaden von anderen Parteien sein, die sich als Grundlage für jetzige Krisenherde benennen lassen. Okay, für die kann Laschet vielleicht nichts. Aber dadurch schwindet ja nicht seine Verantwortung als aktuell gewählter Regierender dieses Landes, mit den aktuellen Problemen umzugehen. Das heißt konkret, die Verantwortung, sich aktuelle wissenschaftliche Ratschläge zu Herzen zu nehmen, die Sachverhalte der Klimakrise, der Braunkohleversorgungssituation korrekt darzustellen, anstatt auf veraltete Handlungen anderer zu verweisen, die Schuld von sich zu weisen. Unsere Landesregierung ist zumindest für das Weiter-so in der Klimapolitik gerade verantwortlich. Und ich habe den Eindruck, dass diese Klimapolitik, konkret die Kohleausstiegspolitik, in NRW genauso rekonstruiert ist wie die Noten damals. Die Jahreszahlen, die Subventionshöhen, Zielwerte, sofern es denn welche gibt, die sind so abstrus, dass sie eigentlich nur gewürfelt sein können. Und ich habe den Eindruck, dass es halt darum geht, kurzfristig
es den direkten Betroffenen, also RWE, es irgendwie recht zu machen. Langfristig aber würden es allen komplett in die Ohren fliegen. Auch den betroffenen Studierenden damals wurden die Noten natürlich annulliert, als es alles aufflog. Ich möchte, dass der Kohleausstieg annulliert und korrigiert wird. 2038 ist 3 Jahre zu spät, mindestens. Und das ist der Sachverhalt. Am Betrieb der Tagebau Garzweiler-Hambach und dem Kohleausstiegsjahr 2038, den Subventionshöhen, wird große und laute Kritik gehört, immer und immer wieder. Ihr kennt das vermutlich, ihr habt das schon auf allen Kanälen mitbekommen. Genauso wird Kritik geübt am Rechtsruck, an der Klimapolitik im Allgemeinen und am Rassismus. Und die riesigen Kardinalfehler an diesem Problem wurden und werden also aufgezeigt. Doch anstatt sich dieser Fehler zu stellen und sie zu korrigieren, wird der Dampfhammer in Form vom Versammlungsgesetz oder vor 3 Jahren das Polizeigesetz ausgepackt und versucht, uns Klimabewegte und AntifaschistInnen zum Schweigen zu bringen. Als ob wir die Schuldigen wären. Und bisher passiert das unter Armin Laschets Führung halt in NRW. Aber ich meine, der Mann will Bundeskanzlerin werden und ich bin mir ziemlich sicher, dass das an seiner Politik nichts ändern wird. Wenn also die einzige Antwort unserer Landesregierung auf Fragen unserer Zukunft Repressionen und der Ausbau polizeilicher Befugnisse sind, 180 Grad Kehrtwenden weg von wissenschaftlichen Empfehlungen oder der Kohlekommission sind und stumpfes weiter so sind, sind wir bei Extinction Rebellion nicht bereit, das hinzunehmen. Die Klimakrise wird nämlich nicht weniger tödlich, indem Mensch ihre Auswirkungen rekonstruiert. Sie wird auch nicht weniger tödlich, indem die Klimabewegten, die sich ihrer annehmen, kriminalisiert werden. Ich bitte euch deshalb, alle, die ihr hier seid, bleibt solidarisch, bleibt wachsam, bleibt stark und bildet Banden. Lasst uns gemeinsam Blockierer blockieren, lasst uns den Kohleausstieg in die Hand nehmen, lasst uns den Flyover und die B51 in Münster verhindern, lasst uns aber auch Nazi-Aufmärsche, Querdenken, RWE und dieses völlig verkorkste, weltfremde Versammlungsgesetz verhindern. Danke.